Seehotel ist Hotel Post und Seehotel ist Traunsee. Wir gehören schon zusammen und wir sind eine Familie und ein Team, aber trotzdem ist das eigentlich eine sehr kleine Firma. Wir sind doch eigentlich in der sehr gehobenen Gastronomie und sind aber trotzdem sehr bodenständig. Ich glaube, die Freiheiten, die man hat, das vergisst man oft einmal ein wenig, dass man sagt, okay, man kann Mensch sein, man kann sich entwickeln, man kann Sachen ausprobieren, man kann machen. Bevor ich da angefangen habe, habe ich doch auch in einigen Häusern gearbeitet und da war halt schon immer nur das, okay, du musst halt der Kellner sein sozusagen und du musst schon schauen, dass du ja, präsent bist, aber halt ja, ein bisschen mehr einstecken im Popo haben. Das habe ich halt da gelernt, dass man schon einfach auch man selbst sein kann. Man ist nicht nur irgendwo eine Nummer, die irgendwo mitläuft, sondern kann überall sich selbst mit einbringen. Also ich vergleiche das immer im Bootshaus wie mit einem Schiff oder mit einem U-Boot. Man ist lange und viel beieinander. Oft einmal hat man einen hohen Druck und das schweißt natürlich besonders zusammen. Also die meisten Köche, die dann da rausgehen in die große weite Welt oder Lehrlinge, sind dann eigentlich Freunde von mir. Da hat sich wahnsinnig viel verändert die letzten Jahre. Es ist vieles viel besser geworden für die Mitarbeiter, von den Dienstzeiten, von der Planbarkeit der ganzen Geschichte. Die Leute haben sich super weiterentwickeln können ganz ein normales Familienleben führen und kriegen fair und ordentlich bezahlt. Und also da hat sich wirklich wahnsinnig viel getan. Ich glaube, die Zeit ist vorbei von diesem Saisonhopping und 5 Monate da und 6 Tage arbeiten und 16 Stunden am Tag. Das ist nicht mehr so stur wie früher, dass man sagt, hier jeden Tag Stunden, 10, 12, 14 Stunden, wie auch immer. Wir haben eine geregelte 5-Tage-Woche. Es geht sich eigentlich auch immer aus, dass man ab und zu mal das Wochenende frei hat. Wir arbeiten dann 7-7, also 7 Tage arbeiten, 7 Tage frei, damit wer von weiter weg herkommen kann. Oder ein Arbeitszeitkonzept mit 4-Tage-Woche, wo man einfach wirklich dann 3 Tage runterkommen kann. Ne? Und wir können auch so jetzt im Winter, wo es trotzdem bei uns ein bisschen ruhiger ist, haben wir die Möglichkeit, dass wir einfach Weiterbildungen machen. Ich mag meine Arbeit. Ich mache meine Arbeit gern. Ich freue mich, wenn Gäste happy sind. Du kannst einfach so sein, wie du halt bist, ohne dass du dich verstehen musst. Das ist einfach was wirklich schön ist. Und für das, was man gern jeden Tag wieder aufsteht.